Sino Hunter Talk hier mit Max Koga. Ganz kurz vor seinem Kampf, vor seinem Warm-up jetzt. Max, wie ist jetzt dein Spirit? Wie geht's dir jetzt? Wie ist das Gefühl? Wie ist dein Mindset? Man ist fokussiert, man ist in sich gekehrt. Wir haben sehr lange auf diesen Tag hingearbeitet. Und was soll ich sagen, ich habe viel Erfahrung. Aber es ist natürlich auch eine sehr emotionale Sache, hier in Frankfurt kämpfen zu können. Vor dieser Kulisse bei einem der größten Events aller Zeiten. Und ja, Fokus, nice. Fokus. Wie war deine Vorbereitung? Wie immer, MMA Spirit bereitet mich perfekt vor. Sie haben mich in dem Sinne sportlich gezüchtet. Und das ist das Team, auf das ich mich immer verlassen kann. Das ist Familie. Und ihr könnt euch auf jeden Fall darauf einstellen, dass ich sehr, sehr gut vorbereitet bin. Max, was glaubst du, wie wird das ablaufen, wenn du das visualisierst, wenn du es dir jetzt kurz, einen kurzen Moment, bevor es losgeht, vorstellst? Was siehst du? Das, was ich sehe, werdet ihr später sehen. Prost. Vielen Dank, Max. Dankeschön. Prost. Sino Hunter Talk jetzt hier beim Warm-up von Max Koga. Wir machen ein kleines Wrestling-Warm-up und danach gehen wir wahrscheinlich nochmal in Striking-Warm-up über. Und sehr, sehr nice. Check this. Fühlst du dich gut aus? Was ist da? Ist fertig? Ja, ja. Aber ist schon lange fertig. Der, ja. Lazar, dieser Bulgare, der Todepfel. Ich glaube, der hat diesen Ding rausgefordert. Ein Afghan oder Iran oder so. Weißt du, hatte ich. Ja, ja. Ja, ein bisschen. Ich bin offen.
Ihr seht, sehr, sehr nice. Striking hin zum Single Leg, Striking hin zum Single Leg, Striking hin zum Single Leg. Wir werden sehen, ob das eine Rolle spielen wird im Kampf. Aber es sieht so aus, als ob die das drillen. Hm? Los.
Bleibst du hier, oder? Ich bin hier. Sehr gut. Christian.